Hallo und herzlich willkommen. Es ist wieder Zeit für ein Replay und zwar vom T54 Mod 1. Gespielt von Major Simon und Wadi. Mein X-Frame ist leider abgelaufen, deswegen sind hier lauter Striche, aber das ist ja für die Kommentierung und natürlich auch für das Replay selber nicht wirklich relevant. Der T54 Mod 1 ist ein Premium-Panzer und ein mittlerer Panzer der Stufe 8. Ja, und dann lassen wir uns doch mal überraschen, was er uns hier zeigen wird. Er spielt den schon mal mit Fernglas. Ist schon mal für einen Matt mal spannend. Entweder spielt er einfach so oder er hat ihn als Fernglas drin, weil das natürlich immer und leicht herausnehmbar ist. So, er lässt erstmal das Team ein bisschen fahren und gucken, wo was passiert, schätze ich einfach mal. Wobei es teilt sich ganz schön auf. Unten auf der K-Linie fahren ein paar nach rechts. Gerade in der Verteidigung fahren ein paar Richtung Norden. Ja, jetzt hat er sich wohl entschlossen, was er macht. Und schauen wir mal. Also er fährt jetzt dann auch der K-Linie nach. Da drüben ist ja schon einiges offen. So, die Frage ist, kommt er auch da drauf? Na, wohl nicht. Na, er fährt direkt hart in die Stadt rein. So, jetzt ist er hier zwar offen, aber kein Problem, weil da ist er ja schnell an der Stelle, wo er wohl hin wollte. Und zwar hier an diese leichte Steigung, wo man jetzt seit nicht allzu langer Zeit auch rüberfahren kann. Bin ich jetzt sehr gespannt, wie er hier spielen will, weil der ist jetzt eigentlich vom Richtbereich und von der Neigung der Kanone nicht so stark. Das wird er jetzt wohl auch feststellen. Naja, oder auch nicht. Noch wirkt es ein bisschen konfus, aber da hat er jetzt den ersten T34-1, auf den er gleich schießen kann. Da ist er offen. Auto-Aim. Erster sitzt. Den zweiten hat er geblockt. Und nochmal Auto-Aim und dann macht er ihn weg. Jetzt zieht er sich ein bisschen zurück. Auch immer natürlich ein bisschen an die Arti denken. Da drüben ist schon sehr, sehr viel an Gegnern. Die Frage ist, kommt er da drauf? Oh ja, ein Cromwell. Cromwell hat schon auf ihn direkt geschossen. Er selber hat leider verschossen. Aber der Cromwell hat da schon auf ihn gewartet, sozusagen. So, jetzt da drüben der Komet. Auch mit Auto-Aim. Daneben. Major Simon spielt wohl sehr viel mit Auto-Aim. Ja, jetzt wollte er mal Richtschussansicht, aber ja, jetzt so klappt es auch mit dem Hit. Richtig. 6,8 Sekunden, ist ein schöner Reload. So, der Cromwell hat diesmal gebounced. Er geht weiter auf den T-37 und konnte ihn wegmachen. Auch der VK ist gerade abgeprallt. Also, da hat er zwei schöne Abpraller haben können. Ist das richtig? Naja, ihr wisst, was ich meine. Artisafe sollte er eigentlich hier stehen. Jetzt will er, dass die seine Leute da pushen, wie man da sieht. Wobei die aber eigentlich eine gute Position, das heißt, an der Stelle würde ich wohl auch nicht pushen, um ehrlich zu sein. Ja, Super Pershing schreibt, shut up, let them come. Ja, wie gesagt, nachvollziehbar. Nee, der war nix. Der war auf Boden.
So, VK macht es ihm aber nach. Denkt sich, naja, hau ich da auch nochmal eine Granate in den Boden? Können ja nicht genug. Vielleicht gibt es ja Granatenbäume, wenn man so einen Setzling hat. Chariot hier wollte jetzt hier rumpushen, aber merkt dann selber, oh, da ist ja noch unten einer. Bricht das also auch seinerseits ab. So, der VK, der ist hier hart dran und da kommt der Chariot hier rum. Schneller Auto-Aim-Hit und jetzt rammt er ihn und macht sich fast selber kaputt, der Chariot hier. Ja, der Teuton Nita 29 räumt ab. Der VK hat die Stunde genutzt, wollte ihn hitten, prallt aber ab. Und er konnte seinerseits auch direkt auf den VK einen geben. Hat der Chariot hier sich Mut gefasst, aber hat er nicht gelohnt. Auto-Aim wieder daneben. Auf die Distanz da vielleicht doch mal eher den Richtschützen nutzen. So, er probiert es nochmal auf dem Löwen, so wie es aussieht. Aber diesmal bewegt er sich nicht. Wollte gerade sagen, der dürfte funktionieren und klappt auch. Hat er nochmal zwei. Vielleicht kriegt er ihn nochmal raus. Sehr schöner Hit. Das war ohne Auto-Aim, aber mit der Maus einfach drüber gehalten. Sehr schön. Der war gut. So, jetzt wird hier der Komet gepusht. Deswegen fahrt er hier rein, zusammen mit dem anderen. Der VK ist ja auch noch am Start. Da hat er sogar sich hier droppen lassen. Prallt jetzt am Heck ab. So, da hat er ihn erledigen können. Jetzt vielleicht noch den Komet einen ins Heck. Kriegt jetzt vom CDC. Muss da also jetzt ein bisschen aufpassen. Lässt auch deswegen jetzt ab von dem Komet. Und da kommt noch ein AMX. Jetzt hat er sich aber schön positioniert, dass er nicht mehr vom CDC bekommt. Der AMX konzentriert sich auf den Super Pershing. Das heißt, er kann hier den in Ruhe belagern und beackern. So, zack. Super Pershing macht den Rest und jetzt Richtung CDC. CDC verabschiedet sich jetzt von seiner Position und fahrt schon, aber bekommt hier gleich mächtig Hits. CDC ist schön schnell mobil, das ist ja mittlerweile bekannt. Das heißt, da kann er hier den Weg schnell in die weite Ferne suchen. Ja, da ist er halt wirklich einfach schnell. Runaway Little CDC. Aber auch nachvollziehbar vom CDC. Jetzt sieht man übrigens hier, dass er gar nicht so schnell ist, der Panzer. So, jetzt ist wirklich nur noch der CDC und der Ferdi hier am Leben. Oh, natürlich die Arti, wollte ich nicht vergessen. Da ist der CDC. Und da ist die Arti. Was laber ich? Oh, da ist der CDC aber links von ihm. Jetzt muss er sich hier stark bewegen, dass er die Arti jetzt hier nicht abbekommt. So, Arti ist von der anderen Arti beseitigt worden. Der Ferdinand ist hier jetzt offen. Ja, nicht da. Nee, genau da nicht drauf. Er hätte schönere Spots, auf die er hätte schießen können. Jetzt gibt ihn der Ferdinand aber Weak Spot auch ab. So, CDC wurde vom Panther gekillt und jetzt kriegt er den Ferdinand noch. Zwar keine Top Gun mehr, aber der Kill wäre doch wenigstens schön. Na, jetzt aber mit Schwung. Ferdinand trifft noch einmal, aber den kann er ab. So, und macht ihn weg. Macht den fünften Kill. Hat knapp 4000 Schaden gemacht. Eine schöne WN eingefahren. Also, da sieht man mal, wie dieser
Medium so zu spielen ist, wie er ist, was er kann, was er nicht kann. Ich finde, es hat es ganz gut gezeigt und hoffe, euch hat es gefallen. Deswegen, wenn ja, lasst mir doch einen Daumen da. Ich freue mich. Bis bald. Euer Alcaramba.